Moin Leute, weiter geht's mit Dead Island. Wir haben den Wissenschaftler mal ein bisschen eben geholfen nebenbei und jetzt reden wir mit D.R. West. Jo. But this new virus is very different. It goes full blown within hours. I think I may be able to create a vaccine, but to do so, I need a stable version of Kubu that has a mutated. Easy. Help me with that? Machen wir. Yes. Ja, natürlich machen wir das. One who hasn't had any contact with the infected and get a sample of their blood or tissue. Speak with the shaman, because I don't know if anyone like that even exists. Hört sich ja einfach an, auf einer zombie-infizierten Insel jemand zu finden, der noch keinen Kontakt hatte mit irgendwem. Ja. Yeah. Kannst du auch sagen, wohin muss, please? Achso, ich könnte ganz kurz. Dadurch, dass sie immer noch am. Ja, ich will schon mal die Werte reden ist. Wahrscheinlich. Jetzt steht er hier im Weg und ich darf hier nicht durch. Ja, ja, das habe ich vorhin. Hatte ich gerade auch. Ja, kannst vergessen. Und irgendwie. Och, jetzt muss er mit einem reden, der ist da hinten. Okay. Mega. So, 220 Meter. Eine kleine Stadtrundfahrt hier. Dachte schon, Sprit ist leer. Nee. Musst du wieder dran denken, dass ich ja auf der Fahrerseite eingestiegen bin. Oh, warte mal. Okay. Bum, bum, bum. Okay, jetzt darf ich doch hier lang fahren. Also, ja, geht glaube ich beide Richtungen. Aber hier musst du links. Aus Prinzip, so. Aua. da lang? Ja. Vollgas voraus. Warte mal. Jetzt fährst du wieder zurück. Irgendwie da geradeaus, sagt er. Das ist jetzt ja, nicht so die beste Autostrecke, scheinbar. Kommen wir nicht so wirklich mit dem Auto lang, glaube ich. Guck mal, aber. Ja, ich. Nee. Aber, ne, hier geht's überhaupt aber nicht lang. Was ist denn sein Plan hier? Boah. Ja, okay. Ich gucke jetzt auf der Karte. Kein Weg, kommt jetzt mit. Ne, wir müssen einfach hätten in die andere Richtung gemusst. Alles andere, anders kommst du da gar nicht hin. Ich Läuft. Quasi einmal vorbei wieder am Labor. Dann kommen wir automatisch dahin. Einfach der Straße folgen. Uppala. Also wieder hier lang. Dach. Dach. Hängen sich überweise chillen da ihr Leben und ständig kommt einer vorbei, hey, die Uniete, der. Ja. Man. Ne, hoch. Ja, das ist mir gerade auch eingefallen, da ja unten ja nur dieser komische Lagerraum ist. Ja! Scheiß. Warum? Das ist. Level Design. Oh. Autofahren macht keinen Spaß in diesem Spiel. Es gibt Spiele, da fahre ich sehr gerne mit dem Fahrzeug rum, aber in diesem Spiel nicht. Oh. Nee, schau, das ist auch so schwammig und dann ist hier alles so eng gebaut dazu noch. Am Anfang da in der Stadt, da ging das noch einigermaßen, aber hier ist wirklich grausam, ey.
Nur Zombies umfahren, das macht Spaß. Mach Platz. Machen Sie das bitte keine nicht Anhalter zu Hause mit. Nach. Ja. Ja. Come close, please. Come close, please. Okay, ich komm close, please. Warte. Ja. What believed? Warriors. Every person in my village ate the flesh of the immortals. But many did not resurrect. The spirits are angry with us. The only warriors left are in the tombs of our ancestors. Uh-huh. It is in the mountains, near our village. Take me to your boat, and I will lead you. Ja, sicher doch. Eskortierquests waren schon immer beliebt. Egal welchem Spiel, ja. Far before the first of my kind walked away. Nee, kannst vergessen. Der kennt Autos nicht. Ja, der kennt Autos. Hier, das ist ein Auto. So, hast du kennengelernt. Steig ein. Bist du besoffen, Alter? Ja. Sag mal, wollen wir die Welt retten oder hier einen Spaziergang durch die Welt machen? Ich laufe rückwärts schneller als du, Junge. Without pain, without purpose. We travel there in our sleep. Dream time is always with us. Waiting in the darkness. Cool story, bro. Wenn wir mit schneller vorankommen. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt euch nichts zu sehen. Okay. Au. Wow. Hat mir ein bisschen ins Gesicht geknüppelt. So, kann man weiterlaufen? Bitte, please. Ich komme sofort nach, ich mal eben kurz. Zwei Skillpunkte vergeben. Ja, Schlösserstufe 3, Schlösserstufe 4. Könntest du einfach schneller laufen, während du redest. Das ist vollkommen okay. Kannst du aufhören zu reden, wenn das nicht beides geht. Du, ich sehe sie nicht, ich bin blind. Oh, und tot. Ich eng fest an irgendwas. Keine Ausdauer. The bigger they are. Their spirits remain on this plane. They live in both worlds. Ja. Nach vorne schieben kann man den nicht, ne? Ne. Schade. Spiele, da geht das. Kannst Leute nach vorne stehen, damit das schneller geht. Er fängt immer an zu rennen, wenn er Zombies sieht. Dann bleibt er wieder stehen. Oh. Okay. Komm gleich wieder. Das hat der Große auch mit mir gemacht. Oben. Bald. Ja. Okay, super. Ja. Ach, Mensch. Ausweichen kannst du dem Spiel auch total knicken. Nee. Ja. Ich wüsste auch nicht wie.
ganz einfach, wenn einer anfängt zu schlagen, zur Seite gehen oder nach hinten, aber ja. Ganze meistens knicken. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, Brody, Scheiße. Komm. Der Brie komm. Hier mal. Mal eben schnell ein paar Äpfel essen. Ja. Ich hab schon gesehen, dass du gerannt bist. Renn mehr. Der hat auch die Ruhe weg, der Typ, ne? Das ist unglaublich. Mhm. Da, Rot. Ist ja auch der Opi. Keine Ahnung, anscheinend müssen wir hier lang. Hopp, Klatscher im Arsch, im Messer in Arsch. Hops, hops, hops. Ja, schnell. From what I understand, they worship these bloody things. They might be infected to become prisoner. So I'm afraid you might have some problems. Zack, auf geht's. Oh. So. Ah, Escort Quest, zweiter. Oh, es kann rennen! Es kann rennen! Wow! Okay, ja, ich, jetzt vorbei. Ah, doch, ja, doch, 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 doch. Wahnsinn. Jetzt wird er nicht stehen. Lass ihn nicht ablenken. Beautiful. Ist nur ein Stein, kannst aber weiterlaufen. Ja, 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 hier sind Zombies, sehe ich, kein Problem. Wir machen das hier und du kannst schon mal weiterlaufen. Ach Gott, da ist so ein... Warum nicht den ersten Teil der Quest drin? Warum nur? Ja, da muss ja erst die Knochen warm laufen. Er ist schon mal älter, weißt du, was wieder. Ach so, okay, ja, verstehe, verstehe. Du. Ja, natürlich. Ich schneide ständig um, einfach, ne? Ich glaube, hinter mir sind ein paar Zombies. Genau. Boah. Er dreht sich um, gibt dir sofort eine Kelle, ey. Kampfsystem der Hölle hier, ey. Mhm. Ich hab dir schon einen Arm geschnitten, ey, und trotzdem kriegst du hier noch. Komm sofort, muss mir ein bisschen Lebensenergie nachlegen. Der sah gut aus. Ach, wenn es halt nahe kriegst du sofort eine, sonst kann ich gar nicht hauen. Hm.
Follow me quickly. We must leave the village at once. Ja, dann lauf auch. Kann dir nicht quickly folgen, wenn du nicht quickly läufst. Hm? Ist gut. I'm not dressed for this. Da, alles wunderbar hier. Aber um mal ein etwas erfreulicheres Thema so auf den Tisch zu bringen. Factorio Space Age ist draußen und Theo und ich, wir lieben es. Schon wieder der beste Spiel aller Zeiten, einfach direkt. Und wir haben zwar gerade mal an der Oberfläche gekratzt von zwei Planeten. Ja. Von vier neuen insgesamt. Aber es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Oder ein toller DLC. Ja, also wenn man Factorio mag, das ist halt... Kann man einfach so kaufen. Also da muss man nicht viel nachdenken, ehrlich gesagt. Das Schöne ist, dass sie halt so viel Quality of Life da einfach mit reingebracht haben. So toll sind die Sachen. Ja, war quasi einmal das 2.0er-Update, was halt nochmal ein bisschen was verbessert hat, ein paar Sachen geändert hat und halt an der DLC, was einfach nochmal jede Menge neuen Content mitbringt. Und das Schöne ist, dass das 2.0er einfach für alle halt verfügbar ist und die Mod halt, also die DLC ist tatsächlich eine Modifikation, die kannst du ein- und ausschalten, das ist schon sehr schön. Wenn du sagst, ey, ich möchte Vanilla spielen, dann spielst du halt ohne die Mod. Ja, ist schon echt praktisch gemacht. Ja. Ja, ich bin halt so gespannt, ob da Overhaul-Mods für kommen werden für Space Age. Vernünftige. Stimmt, aber das an sich ist ja schon einfach wahnsinnig groß. Ja, ja. Aber ja, ich meine, wenn du einmal ein bisschen, wenn er erstmal ein bisschen weiß, wieder, ich meine, was wir jetzt schon alles gelernt haben, jetzt niemand spoilern, der vielleicht Faktore spielt, aber. Was auf jeden Fall schön ist, die haben die Lernkurve ein bisschen angepasst, indem man jetzt halt nicht mehr zwingend Sachen forschen muss, wenn man irgendwo hinkommt, sondern bestimmte Sachen machen muss. Ja, also bestimmte Erze abbauen oder sich halt irgendwann zu einem bestimmten Punkt halt einfach kommen, wodurch dann Forschung freigeschaltet werden und man wird da ein bisschen an die Hand genommen, das ist sehr schön. Und du kannst dadurch halt auch dich nicht selber irgendwie softlocken aus Versehen. Ja. Ja, vor allem hast du ein bisschen Mini-Tutorial automatisch. Ah, okay. Da darf ich nicht durchrennen. Obwohl ich den Skill dafür habe. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da bin ich wieder. Oh, da kommt quasi ganz klar angerannt. Das Spiel sagt dir halt ganz klar, mach jetzt erstmal das, bevor dir jemand anderes das im Endeffekt damit... Und hast schon mal irgendwie so einen Hinweis, in welche Richtung muss ich jetzt gehen. Ja. Glaube ich, nicht verkehrt ist für gerade auch, wenn du noch nie Factorio gespielt hast. Und das so ein bisschen mehr an der Hand genommen, wie es am Anfang. Aber ohne jetzt, dass man jetzt komplett was vorgegeben kriegt. Also wirklich nur so der Start immer so ein bisschen. Ja, kannst du zum Beispiel auch aussuchen, auf welchen Planeten du als erstes gehst. Ne? Also musst nicht auf einen bestimmten Planeten gehen, kannst dich dazu entscheiden. Und wir hatten uns halt für einen bestimmten Planeten entschieden, weil wir halt die Mech-Armor haben wollten, also sprich eine Weiterentwicklung von der Power-Armor, um mit dem man halt so ein paar Items dann selber noch mitnehmen kann. Schneller laufen zum Beispiel. Kannst du dadurch, dass du dann halt hier die Exoskelette ausrüstest. Und jetzt sind wir halt auf dem nächsten Planeten und gucken uns da an, wie das alles funktioniert. Es macht auf jeden Fall destroy the lever. Get to the second lever and use it. Be careful. Hä? Und wo lang? Ah ja, da lang.
Ja. Ja, ne. Ach, du musst so hin, ja. Naja, aber insgesamt halt wieder. Wie von Factorio gewohnt, einfach alles sehr gut umgesetzt. Mm. Ja, wie gesagt, es sind halt einfach so schöne Quality of Life Sachen mit bei. Ne? Du kannst Rohre jetzt genauso setzen wie Bells. Sprich, dass wenn ein Rohr nicht gesetzt werden kann, wird automatisch ein Underground Pipe gesetzt. Ja, und funktioniert jetzt einfacher als vorher. Funktioniert einfach. Es wird dir angezeigt, welche Flüssigkeitsnetzwerke du hast, sobald du eine Pipe in der Hand nimmst. Und kannst dann halt sehen, wo was wie angeschlossen ist. Ist auch schon mega gut. Du schmeißt automatisch Sachen, die du nicht von deinem Logistiknetzwerk an dich schicken lässt, kommen automatisch in den Trash und werden abgeholt. Früher musste man sich das selber basteln. Wenn du gesagt hast, ich will kein Holz im Inventar haben, dann hast du halt gesagt, maximale Menge Holz 0. Jetzt macht er das automatisch, schmeißt das einfach weg. Ja. Kannst dir Gruppen machen, um Items anzufordern. Ja, dann sagst du zum Beispiel, ich möchte jetzt, was weiß ich, für Basebuilding was haben, oder machst dir mehrere Gruppen fürs Basebuilding. Ja, wenn du sagst, ich muss Outposten gehen, dann hast du dir halt deine Outpost-Gruppe. Ja, solche Sachen, ne? Das ist schon. Kommen wir nicht immer die Leute her, weißt du, wir rennen immer die ganze Zeit praktisch. Da zu zweit rum und wenn mal in der Filmsequenz sind auf einmal andere Menschen da. Ja. So, und ich bin mal zurück und haben wir die Welt gerettet. Then she's probably fine. What if she ain't fine? Hey, show it. You have some zombie for lunch? She's saying something. I had to. Everyone had to. They believe if they'd eat, they would live forever. We'll have to take her with us. First, we need to find them damn mummies. Yeah. Now what? Latsch. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ach Gott, mein Knüppel ist schon wieder im Eimer. Wer ist im Eimer? Zack. Ein Knüppel. Hä? Ja, mein Knüppel. Ich will mal vorschlagen, die gute Frau, die bringen wir nächste Woche mal nach Hause. Und naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.